Man kennt den Bewohner von A bis Z, sage ich jetzt mal. Also man kennt die Stärken, man kennt die Schwächen, man kann die Mimik, die Gestik und alles lesen. Und genauso durchschauen unsere Bewohner uns, wie es uns meistens geht. Man kann auch Spaß haben mit dem Bewohner, man singt mal zusammen. Und es gehören natürlich auch traurige Momente dazu. Ja, manchmal sind auch wir die Enkelkinder oder die Tochter oder dann auch der Sohn, je nachdem. Das ist dann schon eine sehr vertraute, sehr familiäre Situation.